Kauffrau, Kaufmann, öffentliche Verwaltung, EFZ. Deine Zukunft. Grüezi. 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 Ich würde gerne eine neue Idee beantragen. Würde das ja gerade Joya für Sie machen. Sie ist die neue Lernende. Ja. Was braucht man alles? Die Lehre zur Kauffrau, zum Kaufmann in der öffentlichen Verwaltung dauert 3 Jahre und ist auf Handlungskompetenzen ausgerichtet, die die Anforderungen des Arbeitsmarktes abdecken. Wahlpflichtbereiche erlauben es zudem, auf die Stärken der Lernenden sowie die Bedürfnisse der Lehrbetriebe und Branchen einzugehen. Jetzt kannst du den Namen von ihm eingeben. Wie ist der Name von Ihnen? Kaufleute der öffentlichen Verwaltung arbeiten in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, die sich je nach Größe und Art des Betriebes unterscheiden. Dabei wirkst du in mehreren Abteilungen mit und arbeitest mit neuen Technologien in einem breit vernetzten Arbeitsumfeld. Danke. Und dann kannst du eine Telefonnummer verlangen, falls das Foto zurückkommt. Mhm. Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten zeichnen diesen Beruf aus und die Freude am direkten Kontakt mit der Bevölkerung und weiteren Anspruchsgruppen ist unerlässlich. Vielseitige administrative Arbeiten am Computer gehören ebenso zum Berufsalltag wie der Kundendienst am Schalter und Telefon oder das Mitwirken bei öffentlichen Veranstaltungen. Die Lehre als Kauffrau, Kaufmann setzt eine digitale Denkweise, technisches Geschick, ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen sowie kritisches Denken und Kreativität voraus. Fühlst du dich angesprochen? Bist du motiviert, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Dann bist du bei uns richtig. Ich habe mich für die Lehre auf der Gemeinde entschieden, weil sie sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Es ist eine gute Grundlage und nach der Lehre haben wir gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Dadurch, dass ich in viele Ämter hineinsehe, kann ich nicht nur geschäftlich profitieren, sondern auch für das Wissen im Privaten. Ich habe sehr gerne Kontakt mit Kunden. Das ist genau das Richtige für mich auf der Gemeinde.